Haben Sie die Einstellung im Kopf? Haben Sie die Einstellung im Kopf? Soll ich folgen? Ein Kollege, den ich hier eingeladen habe, und der sagte vorhin zu mir, boah, das ist ja alles, hört sich alles sehr gut an, so ungefähr. Aber sagte er, vor Monaten, war er auch hier, sagte er, da war das irgendwie anders. So, da war das irgendwie anders. So, aber es war das gleiche Unternehmen, die gleichen Produkte, aber mental war er vielleicht woanders. Mental war er vielleicht gar nicht bei der Sache, das ist Fokus, Konzentration. Sie können zum Beispiel heute in diesem Raum sitzen, wenn Sie gerade Liebeskummer haben als Beispiel oder irgendein anderes Problem, geht Ihnen 3 Stunden alles vorbei. Sie werden nach 3 Stunden sagen, was hat er erzählt von 3 Minuten? Sie sind zwar da, aber Sie sind gar nicht da. Und dann gibt es Leute, die gehen mit 10 Seiten geschrieben nach Hause. Weil die sagen, boah, ich habe 10 Seiten geschrieben. Gleiches Geschäft. Das heißt, es ist wie bei Formel 1, alle sind gleich. Stark, wer macht was draus? So, und das ist der Punkt. Aber reden wir jetzt einfach mal kurz über Produktverkauf. Also, dieses Produkt brauchen Sie nicht viel erzählen, sondern einfach sagen, ich zeige es dir, guck mal, ein paar Vorher-Nachher-Bilder zeigen. Ja, zum Beispiel die Bilder sammeln aus dem Facebook oder vielleicht unsere eigenen Erfahrungen. Ja, einfach sagen, guck mal, Vorher-Nachher-Bilder, ihr probiert doch mal. So, das können Sie, da brauchen Sie auch keine Homeparty machen wie bei Tupor. Wenn das sagen, oh Gott, jetzt muss ich wieder abends los, Kombi vollpacken, das Ding können Sie überall dabei haben. Es ist nicht, dass Sie da irgendwie einen riesen Aufwand brauchen. Detox Drink, wie kann man sowas verkaufen? Indem man es da lässt. Einfach, zum Beispiel so habe ich immer verkauft. Vorname? Miriam. Miriam, pass auf, bla bla bla, ich bin selbstständig. Erstmal so, nicht ich bin und so, sondern du, ich bin selbstständig. Ich habe mich nebenbei selbstständig gemacht mit Fairway und wir haben super Produkte und ich hätte gerne deine Meinung darüber. Hier, ich lasse es dir ein paar Tage da, probier es, wenn es dir gefällt, gib mir das Geld, wenn nicht, gib es mir zurück und sag mir deine Meinung darüber. So verkauft man. Aber Sie müssen auch in der Lage sein, entweder probieren lassen so oder was da lassen und nicht sagen, ja, ich habe doch nur eins. Da, verstehen Sie, da geht es los mit diesen einfachen Sachen. Mein Vater hat immer zu mir damals gesagt, wann verdienst du denn endlich Geld? Und ich habe schon damals um 1000 D-Mark verdient, sogar 2000. Aber ich habe immer reinvestiert in Benzin, in Ausstattung, in, damals war Telefonrechnung sehr hoch, weil Festnetz. Ne? Da habe ich 1000 Euro, meine 1000 D-Mark Telefonrechnung gehabt, dann Benzinverfahren. Da konnte man nicht wie heute Webinar, Zoom machen. Heute, glauben Sie mir, heute haben Sie so viele Vorteile gegenüber meiner Kanäle vor 30 Jahren. Wenn einer es richtig versteht, schafft er das, was ich 30 Jahre gebraucht habe, in 5 Jahren. Wenn Fairway alles richtig aufgestellt hat, von 0, 5, 4 bis 5 Jahre brauchen Sie, um das, wo ich 30 Jahre gebraucht habe. Das, weil allein durch die Technologie schon. Ne, allein durch die Technologie schon ist es ja viel, viel einfacher. Sie drücken auf den Knopf und erreichen x Personen. Oder wenn Sie früher bei uns war halt, aber da will ich jetzt keine Zeit verlieren mit Technik, da kommen wir nachher zu. So, also wenn Sie verkaufen wollen, einfach probieren, lassen und wieder abholen. Aber wenn Sie sagen, ja, ich habe kein Geld, um diesen Tipp von Herrn Dogan umzusetzen, nämlich Part-to-Facelift zu kaufen und versuchen damit Ihr Geld wieder, ich kann es noch nicht mal aussprechen. Dann lassen Sie es, dann haben Sie echt ein Big Problem. Also, und ich sage das auch immer wieder, es gibt Menschen, die sagen zu mir, ja, ich will es ja gerne machen, ich habe kein Geld. Ich sage dann wirklich, bist du stolz darauf? Nee, dann ändere doch mal was. Aber zu sagen, du, ich will es ja gerne machen, aber ich habe kein Geld, bumm. Und mittlerweile sage ich, wenn du sagst, du hast kein Geld, um das zu machen, dann werde ich nicht weiterreden. Ich werde nicht reden, dass du doch da und da Geld besorgen könntest oder. Nein, mache ich nicht. Wenn jemand sagt, ich will es ja gerne machen oder so, ja, ich kann das nicht. Früher habe ich gesagt, was kannst du nicht? Und du kannst, da gehe ich nicht mehr so viel rein. Wenn er will, kann er das. Wenn man nicht will, dann kann man nichts. Aber wenn man will, kann man so viel. Und wenn man etwas nicht kann, kann man es lernen. Durch die Bücher, durch die Seminare, durch den Anruf, durch den Singen. Verstehen Sie? Oder Google. Heute gibt es Google. Früher gab es das nicht. Heute kann man Google Problem so und so. Zum Beispiel so. Ich brauche
Motivationsstories. Googeln Sie das mal, was da alles kommt von denen. Das verstehen Sie. Heutzutage können Sie irgendwie alles sich besorgen an Motivationen, an Probleme, die man immer lösen kann. Wie kann man noch verkaufen? Zum Beispiel Stammkunden aufbauen. Ja, zum Beispiel ich habe das jetzt im Koffer, meine Kosmetiktasche. Nämlich das, was ich benutzen kann von meiner eigenen Firma. Ich rede nicht über Getränke und Würfel, okay? Also ich bin unterwegs, Kosmetiktasche. Das sind mindestens die Sachen, die ich brauche für mich. So, und jetzt überlegen Sie mal, Sie schaffen es, dass die Menschen nur ihren Eigenbedarf durch Sie abdecken. Nur ihren Eigenbedarf, ohne Nutrition. Nur den Eigenbedarf. Natürlich habe ich auch Vita One. Und so, aber nur mal so, gestern habe ich so eine Kosmetiktasche, ist mir aufgefallen, weil ich ein paar Tage unterwegs bin. Und da habe ich gesagt, diese Sachen habe ich da drin. Diese Sachen habe ich da drin, die benutze ich zum Beispiel. Dies hier zum Beispiel, nach der Rasur, ist der Wahnsinn. Nach der Rasur ist der Hammer. Das wissen die meisten gar nicht. Oder wenn sie jetzt, habe ich auch gemacht, so einfach ne, im Mund, wenn sie gerade Stimmprobleme haben, können sie auch wirklich im Mundbereich kein Problem. Also Sie können damit so viele Sachen machen, die normale Schule ist, Hautausschürfen, Sonnenbrand und Schnittwunden und was weiß ich. So, das heißt, wenn Sie allein schaffen, dass 100 Menschen nur durch Sie die Produkte für sich benutzen, Sie schaffen es in einem Jahr langsam 100 Kunden aufzubauen, die sich nur abdecken selber, nicht für Sie verkaufen, 100 Kunden. Allein gestern bin ich so motiviert, allein wo ich es nochmal rübergebracht habe. 100 Kunden, nehmen wir mal, Sie verdienen an jedem Kunden 30 Euro. 30 Euro. Wie viel macht das im Monat? Ey, 3 Mille. Wissen Sie, was 3 Mille ist? Sie gehen zur Arbeit und haben keine Angst mehr, ob sie gekündigt werden oder nicht. Sie gehen ganz anders, sie laufen auch ganz anders. Sie sagen, ich habe mir jetzt nach einem Jahr nur mit Verkaufen 3000 Euro aufgebaut, jeden Monat. Ich rede nicht über die Kunden, die wieder neue Kunden bringen. Ich rede nicht über Homepartys. Ich rede über Stammkarten zu Hause, entweder technisch oder die Oldschool-Kundenkarteikarte. So, habe ich nur gerade bestellt, 5. April. Dann wissen Sie doch, wenn ich dies 5. April bestellt habe, am 5. April, 4 Wochen später, ist das Ding höchstwahrscheinlich leer. Oder Sie schreiben auch, wann er Geburtstag hat. Mann, ich bin selber weiblich schon selber motiviert, nur über 3000 Euro. Und davon lebt man eigentlich. 3000 Euro, dass man sagt, heute in einem Jahr baue ich mir nur mit Verkauf 3000 Euro Stammkunden. Nur das Problem ist, man sagt, ja, da eine Creme, hier eine, ich sage, das lohnt sich ja gar nicht. Aber das läppert sich zusammen. Das heißt, irgendwann lohnt sich nicht, irgendwann sitzen Sie zu Hause und die 3000 Euro komplett verdienen Sie, ohne rauszugehen. Komplett. Das heißt, von zu Hause, ich weiß, ich müsste mal 3000 Euro so lang machen. Das sind 3 Mietwohnungen von Häusern, die Sie bekommen. Die 3000 Euro sind nicht 3000 Euro. 3000 Euro sind 2,5 Familien, die arbeiten gehen. 3000 Euro mal 12 ist Weltreise 5 Star. Jedes Jahr. Das sind für mich 3000 Euro nebenbei, nicht hauptberuflich. Mit Stammkundenaufbau. Da brauchen Sie dann, dann haben Sie keine schlaflose Nächte. Nur, und das habe ich auch gemacht damals, obwohl ich Orgaaufbau gemacht habe. Weil wenn Sie aktiv sind, jemand möchte das Geschäft nicht machen, immer verkaufen. Und dann sagen, okay, was ist passiert? Hab einen neuen Stammkunden. Immer verkaufen, Stammkundenaufbau. Und die Leute, die schon, was weiß ich, ein Jahr dabei sind, hätten sie Stunde Null angefangen, heute nach 1 oder 14 Monaten, müsste jeder mindestens 50 Kunden haben. So, ich rede nicht über die Kunden, die sagen, pass mal auf, ich habe da jemanden, die will es auch haben. Haben Sie das schon mal erlebt, dass Kunden wieder neue Kunden gebracht haben? Das passiert auch. Der nächste Punkt ist, tun Sie bitte auf jeder Ihre Verkäufe Etiketten draufkleben. Ja? Zum Beispiel so, Britta Müller, Marketing, Promotion, Webseite, E-Mail-Adresse, Telefon und irgendwas. Weil kann ja sein, dass sie es von woanders gekauft hat und möchte das Produkt wieder haben.
dann kannst du sagen, ah, da kann ich mich nochmal melden. So, und das sind so Kleinigkeiten, die ich gemacht habe. Also Dogan ist nicht Dogan. Sie sehen, worüber ich mit Ihnen rede gerade, ne? Obwohl ich ein Multimillionär und Milliardär-Zielsetzung habe. Aber ich rede gerade mit Ihnen über One-to-One-Verkauf. Weil wenn Sie das schaffen, multipliziert sich das, weil Sie dann einen Orga-Aufbau machen und Ihre Orga so schulen. Dann machen Sie Umsätze, da bin ich schwindelig. Aber wenn Sie diese Sachen nicht machen und reden können, schulen können, dann bauen Sie auch nie eine große Struktur auf. Das geht gar nicht. So, und deswegen müssen Sie in der Lage sein, Oldschool erklären zu können. Bis Oldschool, aus Oldschool entsteht ein Riesenorga, sonst nicht. Und mich hat man damals auch ausgelacht. Ja, Herr Dogan, mit Parfüm, Kosmetik kann man damit Geld verdienen. Ich bin Immobilienmakler. Ich bin seit über 30 Jahren dabei und ich habe keinen Immobilienmakler kennengelernt, auch nicht auf Mallorca, der einen Jahresumsatz mit Häusern, Immobilien macht von 140 Millionen. Habe ich noch nicht erlebt. Aber mit kleinen Produkten habe ich es gemacht. So viel zum Thema, kann man mit kleinen Produkten Geld verdienen. Viel, viel besser. Es verbraucht sich, es kommt immer zurück. Es gibt eine Sicherheit, weil man weiß, auch wenn die nichts tun, aber Eigenbedarf wird abgedeckt. Und wenn Sie alleine schaffen, dass 100 Menschen, nicht Partner, die Kunden, nur die Sachen benutzen, haben Sie erstmal 3.000 Euro. Und dann kann man sagen, so, wie schaffe ich jetzt 10.000? Natürlich nicht nur mit Verkauf, sondern multiplizieren. Aber danach ist es einfach. Weil wenn Sie mir erzählen, dass Sie mit Stammkunden 3.000 Euro verdienen, dann will ich es auch. Weil sie zeigen es mir, wie es geht. So, aber die meisten konzentrieren sich gar nicht auf Stammkundenaufbau. Jeder will nur den Treffer landen, den Partner werben, der für einen die Arbeit macht. Den Dogan 2 oder die Helena oder I don't know, wir haben ja einige gute Führungskräfte hier. Ja, so geht das nicht. Ne? Nein, sie müssen die Masse machen und über die Masse bekommen sie die super Leute. Automatisch. Die kommen automatisch. So. Also wie kann ich verkaufen? Habe ich gesagt, einzeln. Natürlich können Sie Homepartys machen, kein Problem. Sie können Traktor von Tür machen. Sie können in Fitnessstudios, auf Messen können Sie Stände machen. Sie können alles machen. Wissen Sie, was das Schlimmste ist? Wenn Sie nichts machen. Bitte, machen Sie alles. Machen Sie auch Fehler. Aber nur dann, wenn Sie sind. Also ich glaube, ich bin so fit geworden, weil ich nie ruhig bleibe. Ich habe immer was gemacht und durch das Machen habe ich viele Fehler gemacht, aber es hat mich geprägt. Und deswegen machen Sie lieber und lieber Fehler machen. Aber wichtig ist natürlich, wenn Sie Geld investieren, sollten Sie mal fragen. Also jetzt, wenn Sie übertreiben. Aber wenn Sie irgendwelche Aktivitäten machen, sagen, es ist gut, wenn ich zu Autohäusern gehe, um den Cleaner zu verkaufen. Fragen Sie nicht, gehen Sie doch hin. Und wenn es funktioniert, was richtig. Wenn nicht, haben Sie gelernt. Oder Sie kriegen den Fehler. Bewegen Sie sich und Sie werden merken, Wahnsinn. Ja? Vorteile von Fairway. Irgendwie schläft die Technik heute hier. An der Wache oder schlafen die, ich weiß es nicht. So, ich probiere es mal, ja. Also, Vorteile Fairway. Das ist ja, worauf wir eigentlich bauen. Wir haben drei Säulen, darüber ist die Fairway. So, einmal Produkte haben wir. Und das ist, warum auch viele mir gefolgt sind, sagen, oh ja, Produkte, toll. Dann aber habe ich einfach in 30 Jahren eins erkannt, dass ich oft mit Menschen darüber geredet habe. Und ich habe erkannt, dass auch Menschen gesagt haben, du, Parfüm, Kosmetik, so ähnlich, liebt mir nicht. Ich habe Lust, ich kenne viele Menschen, ich will Karriere machen, aber das Produkt ist nichts für mich. Und diese Leute habe ich verloren, weil ich hatte keine Alternative. Ja oder nein, weil es bleibt. So, und dann war das für mich der Grund, zu sagen, wo ist weiter ein Billionenmarkt? Und ich glaube, ohne dass ich das erzählen muss, jeder weiß, erneuerbare Energie, E-Batterien, ja, wir verbrauchen immer mehr Strom, Strom wird immer teurer, Umweltbewusstsein wird immer mehr. Also war für mich klar, ne, Fairway steigt ein in Clean Energy. Auch der nächste Grund ist, es ist ein Beratungsprodukt. Das heißt, wir müssen wissen, was erzählen, beraten. Und da wir eh in die Wohnzimmer gehen, Einzelgespräche führen, habe ich gesagt, aha, 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 passt. Ist ein mega Produkt für Fairway. So, und auch gestern haben wir es erlebt auf dem Seminar, da kam einer, ne, über Strom und Gas,
Da sagt einer, ich weiß nicht, wie viel Potenzial hat, der sagt, deswegen steige ich ein. Deswegen steige ich ein, sag, siehst du? Nur deswegen will ich einsteigen. Mich interessiert nur das. Ne? Clean Energy, so, dieser Bereich. So, und dann haben wir natürlich Krypto-Business. Der eine, der sofort denkt an Bitcoin, ich denke an Digitalisierung. Ja? Für mich ist Fairway Krypto Digitalisierung. Und das ist so ein ganz heikles Thema. Zum Beispiel in Österreich haben wir so viele ATM-Maschinen, in Deutschland kein einziges. So, sind wir jetzt illegal? Und ist unser Geschäft jetzt illegal? Oder ist es einfach noch nicht die Regulierung in einigen Ländern? Fakt ist klar, die Welt weiß es, ohne es jetzt schlecht machen zu wollen, aber die ganze Welt weiß, dass Deutschland ganz hinten ist mit Digitalisierung. Ganz hinten. Das sagt auch jeder, wir haben es verpennt, verpasst und jetzt versuchen, es gibt ja heute noch so viele Bereiche, wo sie kein Netz haben. So, verstehen Sie? Versteht, wenn man jetzt die Uhr anhält, dann muss die Antwort kommen, Fairway ist eher zu früh als zu spät und schon gar nicht, dass wir etwas Illegales machen. Sondern das wird der Trend sein, Digitalisierung, Clean Energy und diese drei Bereiche ist Fairway. Und was uns gelungen ist, nicht sofort, ist, dass wir es geschafft haben, einen Bonusplan. Wir hatten sonst zwei. Und wir haben es echt hingekriegt, einen Bonusplan zu machen. Da brauchen Firmen jetzt eine Ewigkeit für. Bis das programmiert ist, bis das durchdacht ist, die Schnittstellen, sie glauben gar nicht, was das für ein Aufwand ist. Das hört sich so und täglich ausschütteln, bumm. Das ist Wahnsinn. Ja, das ist Wahnsinn, was da für ein Akt ist. So, wir haben einen Bonusplan. Jetzt stellen Sie mal vor, Sie haben von jedem Bereich Leute, wie schnell sind die Kanäle weiter hochgehen. Ja, und das haben wir ja gespürt letztes Jahr, wie schnell man bei uns Kanäle machen kann, Erfolg aufbauen kann. Wo wir nicht viel kontrollieren können, ist zum Beispiel Krypto-Business. Wenn der Bitcoin oder wenn die Mining-Ergebnisse nicht so toll sind, dann hat das nichts mit Fairway zu tun. Einiges kann man im Krypto-Business, zum Beispiel, wir würden ATM-Maschinen in Deutschland aufstellen, aber wenn es noch nicht so safe ist und sicher, können wir nicht machen. Versteht ihr, das ist der Punkt. So, jetzt sagt man ja, warum ist dann Fairway angefangen? Ja, kann ich Ihnen sagen, weil wir letztes Jahr über 10 Millionen Umsatz gemacht haben. Und wirklich hauptsächlich Krypto-Business. So, also auch damit. So, das heißt, wir haben ja, ich weiß nicht, 70, 80, 100 ATM-Maschinen aufgebaut. So, also wir sind auf dem richtigen Weg und wir haben mittlerweile, ich glaube, hunderte Partner, die besser im Krypto-Business fit sind als im Banker. Das heißt, wenn Krypto-Business endgültig und wir rechnen damit, dass es dieses Jahr ist, ja, dann werden sie sich kaputt lachen. Dann werden sie sagen, okay, jetzt verstehe ich, warum es auch mal Stillstand war und dann, wenn es richtig abgeht. Vielleicht zu diesem Bereich ganz kurz, aber da kommen wir, glaube ich, zur Digitalisierung. Das war vor x Jahren. Und ich habe damals vor 20 Jahren, den Tag weiß ich noch ganz genau, da hatte ich einen Vizepräsidenten, der sagte, Internet, da hat gesagt, spiel zu, konzentrier dich auf deinen Job. Scheiß Internet, so habe ich gesagt. Mein größter Fehler. Heute sind so viele Menschen nur mit einer Webseite, Internetseite, Millionäre, Milliardäre geworden. So. Und einziges, und das war damals. Und jetzt ist es alles halt ein Handy, haben sie alle diese ganzen Funktionen, sie zahlen sogar heute mit ihrem Telefon. So, ATM-Maschinen, wie erneuern die immer wieder, dass sie auch mehr sexy sind, mehr Möglichkeiten haben. So, und wir steigern uns natürlich auch mit den Anzahlen der ATM-Maschinen. Aber alles mehr Details werden Sie erfahren am 14. April. Im Moment sind wir ein bisschen still, weil wir für alle drei Bereiche, also hier, wirklich gerade wieder neue Sachen machen. Für alle drei Bereiche sind wir gerade dabei, neue Konzepte zu machen und neue Produkte einzuführen. Alle drei Bereiche. Und das ist Fairway. Alle sechs Monate, nicht jeden Monat, alle sechs Monate sind wir dabei. Also auch wenn es gerade still ist für einige, die aktiv sind, gehen Sie davon aus, dass es nicht still ist. Ja? Wir müssen organisieren. Im Krypto-Business sind wir zum Beispiel jetzt dabei, neue Produkte zu produzieren. Aber wo wir hauptsächlich dabei sind und ganz vorne ist, dass wir regulieren. Das heißt, dass wir mit der BaFin gerade Dialog haben. Wissen Sie, wer BaFin ist? Ja? Wenn BaFin so macht, viel Spaß an alle. Ja?
Ja, und all diesen ganzen Projekten arbeiten wir gerade dabei, dass wir wirklich Konzepte machen und vor allen Dingen auch, dass wir selber dafür sorgen, dass wir in Ruhe draußen Gas geben können, neue Märkte eröffnen können, nicht durch Warten, sondern durch unsere Konzepte, die wir fertig machen, wo wir durch unser Konzept Türen öffnen können und sonst nicht eigentlich oder immer fragwürdig ist. Und darum ist es im Moment still oder etwas ruhiger, weil wir gerade alles vorbereiten. Und da muss man einfach geduldig sein, aber es gibt ja noch die anderen Bereiche. So, und ja, der nächste Punkt, warum ich Krypto-Business gebracht habe, ist, ich wollte die Menschen haben, das ist wie ein Kuchen, müssen Sie sich vorstellen. Network Marketing ist ein Markt. So, und wenn Sie in diesen Bereich nicht reingehen, verlieren Sie die guten Leute. Das heißt, viele Menschen haben sich entschieden, im Krypto-Business zu arbeiten. So, warum sollen Sie da nicht etwas haben, wie jemand sagt, wie Krypto-Business macht ihr auch, interessiert mich. Weil es ist ein Markt und die guten Leute, ob Mann oder Frau, gucken Sie in Facebook, wie viele Menschen im Krypto-Business, im Trading oder tätig sind. So, und das ist das Problem vielleicht, dass mein Geschäft oder unser Geschäft nicht schlecht ist, sondern schwer zu verstehen ist am Anfang. Das ist das Problem. Zu verstehen, drei Säulen, ein Bonusplan und dann noch Bereiche, die die nächsten Jahre boomen werden, nämlich erneuerbare Energie. Zum Beispiel VW weiß ich, ich meine, dass es 4 Milliarden waren, vor 4 Wochen im Fernsehen, haben die sich entschieden, in Digitalisierung und erneuerbare Energie zu investieren. Ja, das, weil die ganze Zeit gesagt haben, da geht der Trend hin. So, ich kann aber mit einem Duft holen sie doch keinen von der Ecke mehr. Oder mit einem Shampoo Nummer 52. Da holen sie noch oder Früchte-Shampoos oder so komische Sachen. Aber das sind Märkte, da weiß jeder Blinde, ja. Und wie gesagt, ich habe damals den Internetmarkt arrogant verpennt. Durch Arroganz. Ich hatte keine Ahnung, ich war eben so der Technikmensch, aber durch Arroganz. Heute, wenn ich nur überrede, denke ich, mein Gott. So. Und genauso ist es auch mit diesem Bereich. Das ist auch eine schwierige Geburt. Ja, das ist etwas, was für uns ganz neu war, Photovoltaik, das heißt so eine Anlage. So, wenn Sie mich jetzt fragen, wo stehen wir damit? Das ist ja etwas, ich bin ja auch seit ein paar Monaten in diesem Bereich tief drin und das Gute ist, das Produkt ist der Hammer. Also wirklich, wir haben jetzt endlich den Erfinder endlich gefunden, der das Ding auch mal erfunden hat, das Patent und alles, was dazugehört. Und wir haben ein Gespräch geführt und er hat uns Sachen gezeigt, wo die Leistungswerte höher sind als die Leistungswerte, die wir verkündet haben, wo man gesagt hat, das kann schon nicht sein. So, also irre eigentlich. Und der jetzige Stand ist da. Ich weiß, die Lizenzpartner leiden am meisten drunter, aber wir haben halt vielleicht Schritt 3 gemacht vor Schritt 1. Aber wir werden dieses Produkt bringen und das Ziel, lange Rede, kurzer Sinn ist, das Produkt wird gerade gebaut. Das heißt, wir sind jetzt dabei bei 80-70% fertig. Das heißt, das erste Produkt wird in Frankfurt auf der Bühne live per Internetleitung online werden wir zu der Anlage hinschalten, die wir gebaut haben, aufgebaut haben und die Leistungswerte live zu messen sein werden. So, und da arbeiten wir jetzt daran, dass wir erstmal eine Anlage komplett von Zero, was wir erzählen, bauen, aufstellen und live in Frankfurt auf dem Meeting mal die Hose unterlassen. Damit jeder sieht, wow, das ist gebaut. So, und dann geht es los in den Verkauf, dann geht es los in den Qualitätstest und dann geht es los Serien. Ne? Das heißt, ohne Ende, ohne Limit verkaufen. Und das ist ein ideales Produkt für Flachhäuser, Flachdachhäuser, Tankstellen, das ist der Wahnsinn. Ja, für Tankstellen, Wohnmobils, also so Campingplätze meine ich, kleine Unternehmen, ist ein irrer Markt. Und das beneiden, diese riesen Dinger da, das kannst du nicht damit machen. Das Ding kommt überall rein, das kriegen sie hin. Und es ist bezahlbar und es rentiert sich auch relativ schnell in 8 bis 11 Jahren. Also von daher, viele wollen es nur als Hobby haben. Sie sagen, ich will mir das hinstellen, ich baue zum Beispiel selber ein Haus und dann werde ich mir so ein Ding auch hinstellen, weil bei mir da, wo ich baue, ist sehr viel Wind und dann stelle ich mir auch so ein Ding dahin.
Und das ist natürlich cool, stellen Sie vor, Sie verkaufen einzelne Anlage und sind gleich 22% da mit einer einzigen Anlage. Und das ist das Interessante, ne, was man damit halt machen kann. Gut, aber wie gesagt, wir sind jetzt dabei, erstmal die erste Anlage zu bauen, auf dem Meeting zu präsentieren. Und am meisten weiß ich, warten die Lizenzpartner. Gibt es hier Lizenzpartner? Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, dann warten wir noch. Nein, ich meine es ironisch, aber wir haben das definitiv Schritt 3 vor Schritt 1 gemacht. Und jetzt sind wir dabei, auf 0,0 zu kommen und da sagen, so, jetzt ist hier endlich mal eine Anlage fertig, damit jeder mal die Fakten hat. Okay, das sind die Printsachen. Auch das ist sehr wichtig, dass Sie wirklich mit Ausstattung arbeiten. Ich habe damals mich immer so eingedeckt, so ungefähr wie die Dame, noch ein bisschen mehr. Das ist jetzt noch nicht so viel. Ne? Ich habe mich so eingedeckt, wirklich. Verstehen Sie, wenn bei Ihnen heute die Entscheidung kommt, ich will Orga-Aufbau machen, dann können Sie doch ausrechnen, wie weit Sie damit kommen. Nur damit. Also Sie sagen jetzt, ich will Orga-Aufbau machen, okay? Orga-Aufbau heißt was? Sie wollen die Produkte und Partner gewinnen. Richtig? Wie weit? Also jetzt gucke ich mal. So, damit komme ich so eine Woche, wenn überhaupt. Wenn ich eine Homeparty mache, ein Tag. Homeparty? Ein Tag. Ist weg? Ein Tag? So, das sind vielleicht Invest 7 Euro. 8 Euro? So. Ich gehe so lang. So. 8 Euro. So, eine Homeparty, 8 Euro, aber das Geld haben Sie noch x-mal aus. So, das heißt, Sie müssen schon so mal andenken, mal den Kofferraum, dass Sie, oder wenn Sie unterwegs sind, FW machen und sehen Partner, sagen, ey, du hast die neuen Sachen nicht hier, brauchst du, ich hole her. Also natürlich müssen Sie nicht alles verschenken, aber Ihre Orga müssen Sie versorgen. Und so baut man auf. Und deswegen hat mein Vater immer gesagt, ja, wann verdienst du immer Geld? Du investierst, warum bezahlt die Firma das nicht? Weil er immer gearbeitet hat. Der hat im Kopf, die Firma muss das bezahlen. Ich sage, nein, das ist mein Geschäft. So, und deswegen ist es sehr wichtig, bitte, damit kommen Sie nicht weit. Ja, und hier ist zum Beispiel nichts dabei über Geschäftsaufbau, das heißt die Karrierebroschüre. Da sind jetzt ein paar, ne? Also am besten ist immer, das habe ich auch ausgepackt, aber ich nehme mal hier noch eins, das ist kompakter. Sowas brauchen Sie immer 10 Stück zu Hause. Immer 10. Das ist für einen Partner. Immer 10 Stück. Und wenn Sie richtig Gas geben wollen, 10 davon, ja, und 10 solche Boxen. Dann noch können Sie offline registrieren. So, zack, zack, treffen. Das hat auch niemand. Dass Sie jemanden sofort registrieren können, und der ist gleich dabei. Und sonst sagt er, ja, ich überlege mir das nochmal, oder. So dann, zack, zack, der ist dabei. Und wenn er gleich bestellt oder Partner wird, sieht er, am Ende des Tages, nächsten Tag, die ersten Verdienste sind da. Und deswegen ganz, ganz wichtig, dass Sie auch Boxen haben, wenn Sie eine Geschäftsvorstellung machen, dass Sie sofort Werbung da lassen und weitermachen. Also Ausstattung. Sehen Sie bitte das wie eine Selbstständigkeit. Ja, sehen Sie das wie eine Selbstständigkeit. Und was kostet eine Selbstständigkeit? Ich würde hier sagen, ich sollte bereit sein für Produktnetwork. Ich rede nicht über Krypto-Business, ATMs oder so. Aber für diese Bereiche sollten Sie einfach 1.000 bis 3.000 Euro investieren an Unterlagen, womit Sie arbeiten, wo auch das Geld zurückkommt. Aber es geht nicht, wenn Sie mit 3,5 Katalogen rumrennen. So, und noch einfacher ist es, weil ich mache heute so einen Rundumschlag, weil jede Stufe hier sitzt so, für die auch neuen. Also, wenn Sie sagen, wie erkenne ich, dass ich auf dem richtigen Weg bin? Je mehr Menschen diese Karte haben, dann sind sie auf dem richtigen Weg. Sie müssen überlegen, diesen Monat, wie viele Menschen haben in meiner Orga diese Karte? Nächsten Monat, wie viele neue haben diese Karte? Das macht McDonald's so, American Express macht es sogar so, Barclay macht es sogar so, am Flughafen, American Express spricht, sind die asozial? Sind die niveaulos? Es gibt jetzt, ich rede doch nicht Leute an. Flughafen American Express spricht fremde Menschen an. Sind die arrogant oder sind die illegal oder was ist es? Das ist eben so. Und wenn Sie nicht bereit sind, Freunde, bekannte Menschen anzusprechen, zu begeistern, dann wird das nicht funktionieren. Das ist heute Pflicht. Ich habe es Ihnen erzählt mit Hollywood. Ich habe es Ihnen erzählt mit Barclay, mit American Express.
Sie können nicht darauf warten, dass klar können Sie es tun, dass jemand sich bei Ihnen meldet und sagt, hallo, ich habe Interesse. Ist für mich langweilig. Das Tempo müssen Sie doch bestimmen. Wenn Sie selber, Sie sind motiviert und warten. Ne? Und deswegen, je mehr Menschen diese Karte haben, egal welche Karte aktiv ist und gut ist, je mehr Menschen in ihrer Struktur Member sind, eine Karte haben, werden sie Erfolg haben, automatisch. Also Masse, nicht Qualität. Die Qualität kommt automatisch. Automatisch kommt die Qualität. Okay. So. Und deswegen ist die Ausstattung sehr wichtig. Und Sie sehen, also wir haben echt für jeden Bereich was da, dass ich da richtig ausstatten kann. Okay. So, das ist der Einstieg. Aber ich denke mal, Sie sollten natürlich versuchen, nicht mit 49 Euro Leute ins Geschäft zu bringen. Wenn es sein muss, okay, lieber als gar nicht. Aber wenn es geht, 49 plus Produkte. Ja? Oder, ne, dass Sie sagen, okay, also alleine, also das wäre für mich, also ich habe früher Partner, also wenn man am Anfang einsteigt und nicht unbeliebt ist, und unbeliebt ist man ja, wenn man arrogant war, oder wenn man illegal war, oder wenn man 10 verschiedene Networks gemacht hat, wo einer sie nicht mehr ernst nimmt, dann haben sie auf Deutsch verschissen. Dann will mit ihnen sich keiner mehr treffen, weil kein Vertrauen da ist. Aber wenn das nicht passiert ist, einfach ein normaler Mensch, dann gibt es immer Menschen, die blind bei ihm mitmachen. Also ich habe meine ersten Kumpels per Telefon gesponsert. Ich habe gesagt, frag mich, wie viel kriegst du bei einem Paket, kostet 650 D-Mark. So, das können Sie nicht mit jedem machen, das können Sie mit Ihren Geschwistern machen oder mit sehr, sehr guten Freunden, Bekannten. Aber die sollte doch jeder haben, ein paar. Mit dem mussten Sie doch nicht rhetorisch erklären, wie man Ferré erklärt. Das ist ja, da können Sie auch mal verklappern oder was weglassen. Ne, auf den Seminaren kriegen die doch eh alles mit. So, das heißt, das darf für Sie kein Problem sein, wirklich mal bum, 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 schnell mal 10, 20 Leute zu werden. Das ist jetzt der Punkt wie beim Formel 1, starten. Und wenn man den Start verpennt, ist schon ein Problem. Und die meisten Menschen machen Fehler beim Start. Nicht nachdem sie was erreicht haben. Am Start, und wenn man den Start verpennt und den Momentum verpennt, hat man auch keine Lust mehr. Weil dann sagt man ja, läuft doch gar nicht. Ja, aber das Problem ist, man arbeitet falsch. Und deswegen ist es sehr wichtig, dass sie wirklich anfangen. So, 49 Euro, mit 49 Euro darf er Fairway-Produkte verkaufen, 30% Verdienst, Homepage, Webshop, personalisiert, wir aktualisieren das noch. Ich weiß nicht, wie lange muss man mit jemandem reden, dass er da mitmachen soll. Und bitte tun Sie das nicht, das hat nichts damit zu tun, dass ich vielleicht der Founderin leicht rede. Das meine ich so. Je länger Sie darüber reden, da machen Sie irgendwas falsch. Da braucht man nicht länger zu reden, weil er hat keinen Nachteil. So, ich bin der Meinung, sogar je mehr man redet, desto komplizierter wird es für ihn, weil er sagt, warum redet er so viel mit mir, wenn das Geschäft so toll ist? Weil für 49 Euro, was er bekommt, aber wenn Sie selber nicht dahinter stehen, wie ich tue, dann reden Sie über sowas manchmal 2 Stunden. Und dann ist es, das lohnt sich nicht. Viel zu kompliziert. So. So, und dann natürlich gibt es die Silberpakete, ne? Und Sie sehen, bei den anderen Paketen kommt auch die Formel zum Erfolg da rein. Und das ist für mich viel, viel wichtiger, als wenn wir die vollgepackt hätten mit Produkten. Das obere ist für Ihre Qualität der Partner viel, viel wichtiger. So, oder das Platin-Einstieg, oder Sie suchen sich selber was aus, aber wir haben zumindest schon mal einiges fertig gemacht. Und eine Selbstständigkeit mit, was weiß ich, 1400, 1200 Euro. Das ist für mich keine Investition. So, oder ne, die Schnuppersets mit Detox haben wir, Vorteilsset, also Einstiege ohne Ende. So, Vorführprodukte, wie 7 Karten sind sehr wichtig. Ne? Die können Sie auch da bestellen, Kataloge, Flyer, haben wir extra auch eine Webseite für Sie gemacht. Verkaufen habe ich ja erklärt, was eigentlich viel wichtiger ist, der Verdienst. Das haben wir auch ein bisschen besprochen. Das heißt, Sie machen 2000 Kanäle-Punkte, haben Ihre 30%, insgesamt 930 verdient. Ziehen Sie davon 100 Euro ab, für Proben verschenkt. Ne? Sie haben auch ein paar Kosten so ein bisschen, aber das ist so ein Beispiel Einkauf-Verkauf. Das Gute ist,
Sie haben kein Lager, nichts. Und sie bestellen immer nur dann, nachdem ich bestelle. Sie machen kein Lager. Sie bestellen und dann bestellen sie, weil der Kunde das haben möchte. So, sie können auch 4.000 machen. Ja, wir haben ja einen Wettbewerb gehabt und wir haben wirklich einige Leute gehabt, die haben 5.000 gemacht allein. War das vielleicht hier jemand einer dabei? Nein? Ja, 1.000 ist aber, glaube ich, 300. War 7.000. 7.000 Euro, ne? Nicht Punkte, so diese Luftpunkte, ne? Euro. Euro einkaufen. Ja, nur mit Verkauf. Und so, jetzt überlegen Sie mal 30% plus 22%. So, viele fragen immer, ja, wie rechnet sich das denn? Man kann wir das alles überhaupt bezahlen? Network Marketing, der bekommt Geld, der bekommt Geld, der bekommt Geld. Bei uns ist immer so, ich kann ja wieder so ein Produkt nehmen, dann nehme ich immer gerne so eine Flasche. Bei uns ist immer so, wenn Sie bei uns bestellen, das Produkt geht raus, müssen Sie ja bezahlen, oder? Und wenn Sie es bezahlt haben, ist alles bezahlt. Ist alles, das war für mich der Punkt, damals zu verstehen. Weil ich komme von einer Fabrik und dann reden die von Millionär werden und dann diese Kreise, Autos und also wie bezahlen die das alles? Vielleicht haben Sie sich das auch mal gefragt. Wie ist das alles bezahlbar? So, und das ist ganz einfach. Das heißt, wenn das Produkt jetzt hier rausgeht, ja, wissen wir genau, als Beispiel, wir können bei 6.000 Umsatz 22% ausschütten. Wenn einer Präsident ist, können wir so und so viel ausschütten. Das heißt, hier sind die, aber dann machen wir erstmal dieses hier. So, also hier nochmal, das heißt, geht das Produkt raus, wissen wir genau, wir haben unseren Einkaufspreis bekommen, die Handelssparte kriegen Sie ja von dem Kunden. Aber den Einkaufspreis bezahlen Sie und wir können alle Stufen bezahlen. So, deswegen können wir auch als Beispiel 10 Präsidenten bezahlen. Warum? Was muss ein Präsident tun? Die und die Umsätze machen, oder? Wenn jemand die und die Umsätze macht und wir können dies und jenes bezahlen, dann können wir das auch 10 machen. Und deswegen geht es nie gegen, dass wir pleite gehen können. Warum? Ist alles schon eingeplant. Automatisch. Und deswegen kann jeder bei uns die Stufe erreichen. Und nicht wie bei einem Unternehmen, es gibt nur 2 Geschäftsführer oder so, oder 3. Ja, das entscheiden Sie. Okay, so, jetzt kommt diese Stufe, wo ich immer denke, warum hat man vor dieser Stufe zu viel Respekt? Die 6.000 Karrieren, die anderen Stufen, das ist ja Verkauf. Ja, aber nehmen wir mal, das muss Ihr Ziel sein, die 6.000 Karrierepunkte zu schaffen. Und das ist wirklich, das schaffen Sie nicht langsam. Die 6.000 Karrierepunkte sind, sagen wir mal, 6.000 Euro Umsatz, können Sie schaffen entweder mit 10 Partnern, die 600 machen, so, oder mit, da ist dann noch nicht mal Kryptoumsätze dabei oder irgendwas, sondern ganz normale Umsätze. Sie haben 40 Partner, jeder macht 150 Karrierepunkte, das ist Eigenbedarf, haben Sie trotzdem die 22% Stufe. Oder da ist eine Windkraftanlage dabei oder Mining ist dabei, also wie Sie möchten. Aber wenn man nur auf Produkt geht, hier, 40 Partner, die selber die Sachen benutzen, haben sie die 22% Stufe. So, und das ist ja, die Frage ist, wie lange brauchen Sie diese 40 Partner haben? So, sie brauchen ja keine 40 First Lines, aber wenn Sie 10, 15 Partner haben und die haben wieder ein paar, haben Sie doch Ihre Partneranzahl zusammen. So, und dann bekommen Sie die 22%, wenn Sie es alleine machen oder Sie machen Orga-Aufbau. Für mich war ganz klar, die großen Stufen schaffe ich nur, wenn ich Partner werde. Und deswegen habe ich relativ schnell, damals vor 30 Jahren, ich war auf einem Seminar und das war auch so ein Seminar wie heute und das war halt auch Genetik. Da gibt es immer 3 Gruppen bei jedem Seminar. Es gibt einmal die Gruppen Singles, das sind Menschen, die allein auf ein Seminar kommen, reden mit keinem, beobachten die anderen, die reden und dann gehen die. Und dann gibt es die Gruppe, die Positiven, obwohl die sich nicht kennen, die ziehen sich an der Gestik, Mimik sieht man das. Also wenn jemand positiv ist, redet er anders, die Gestik anders, die Körperhaltung ist anders. Und dann gibt es die Negativen, ja, die auch anders aussehen, anders reden, anders, das spürt man auch. So, und da war dann eine Pause und wo ist dann sogar natürlich hingegangen? Wo bin ich wohin gegangen? Negativ. Bitte? Negativ. Oh? Negativ. Nein, nicht. Ich bin ja schlau.
Ich sehe vielleicht auch von meinen Zeugnissen her, aber ich bin sehr smart. Zeugnisse sagen nichts aus. Sie kennen meine Zeugnisse, oder? Also, Spaß beiseite, ich bin in die positive Gruppe gegangen. Weil die haben so lauter geredet, die Gestik war so, ne? Ja, da muss ich hin. So, und dann habe ich mir das so ein bisschen angehört. Und dann reden die von 10.000 Umsatz. Überlegt mal, damals war für mich 10.000 so wie, I don't know. Da habe ich gesagt, innerlich 10.000. Also, deswegen verstehe ich Sie, wenn Sie hier so Zahlen hören, wo Sie denken, was denkt der da jetzt gerade? So, und da ging es wirklich um 10.000 Umsatz. 10.000, 10.000 Umsatz. Ja, ich mache so viel Umsatz. Und da konnte ich meinen Mund nicht halten, obwohl ich eigentlich ruhig sein musste. Und da habe ich gesagt, ja, wie geht das? Das kann doch gar nicht sein, habe ich gesagt. Ich mache gerade mal mit 8.000. Wie kann man 10.000 schaffen? So, und da sagte er, Sie müssen Orderaufbau machen. Da habe ich gesagt, ja, wenn ich Orderaufbau mache, nehme ich mir die Kunden weg. Wenn ich selber bestelle. Und da haben die mich so blöd angeguckt und das war heute gut, weil das war nicht so schön, so, der hat es echt nicht kapiert, der Typ, so. Da wirklich. Mein Orderleiter war nicht dabei und da sagte er, ja, ich glaube, Sie haben das Geschäft nicht verstanden. Das war für mich voll stark ins Gesicht. So, ich glaube, Sie haben das Geschäft nicht verstanden, sagt er heute. So, und da bin ich nach Hause, ein bisschen Seminar in der Woche, geht auch schnell 12 Uhr nachts, 8 Uhr fängt es an. Bis 11 Uhr, bis quatschen, nach Hause. So, ich habe 12 Uhr nachts auf meinen Vermittler angerufen, habe den echt zusammengefaltet, habe gesagt, ey du, ich habe mich hier blamiert. Du musst kommen und mir das Geschäft erklären. Und der hatte bei mir auch Schichtarbeit hatten wir. Und da hat er 14 Uhr Feierabend. Und dann ist er zu mir gekommen nach der Arbeit und habe gesagt, so, jetzt Kreise. Dann hat er mir die Kreise gemalt. Und seit diesem Tag bin ich verliebt in Orgaufbau. Er sagt, da bist du, da sind die, wenn der macht, und der, und wenn du krank bist, verdienst du trotzdem, wenn die machen. Und dann habe ich gesagt, ich brauche Orgaufbau. Und seit dem Tag bin ich im Orgaufbau tätig. So, und das versuche ich auch Ihnen zu erklären. Sie brauchen keine Qualität. Er hat mir Kreise gemacht. Er hat mir nicht erzählt von Qualität und wie man gute findet. Er hat mir Kreise. Und ich habe gesagt, je mehr Kreise ich habe, die Chance ist höher, dass ich Erfolg habe. Habe ich mehr Kreise, also mehr Karten, mehr Partner, die Chance steigt, dass dazwischen gute Leute sind. Ist doch eigentlich simpel. So, jetzt sagen Sie, ja, okay, wie macht man das? Das Wichtigste im Network Marketing ist eins, Ausdauer. Also Sie sollten ein Ziel haben und aufbauen. Sie sollten, schau mal, ich habe heute zwei Damen gesehen, die Frau Hagemeister und die Frau Marquardt, glaube ich, ne? Sind Sie da? Da. Ich glaube, Sie kenne ich schon fast 20 Jahre. Von Augsburg noch und so. So, und ich vergesse nie Namen wirklich. Ich mache immer von jedem ein Foto, auch wenn Sie es nicht denken oder. Ich mache immer ein Foto von einem Menschen, den ich sehe, und 99,9% erinnere ich mich immer wieder, auch 30 Jahre. Und so, die sind noch dabei. Und das ist doch, und einige sind keinen Monat dabei. Die sind keinen Monat dabei. Die steigen ein, solche Erwartungen, so eine Leistung. Und die Leistung kann nicht so gut sein, der Erfolg. Und dann sagen die, ich habe wieder aufgehört. Und das ist das Problem. Machen Sie doch einfach regelmäßig. Nicht jeden Tag Workaholic, aber regelmäßig vernünftig. Einfach mal 2 Jahre regelmäßig vernünftig. Nicht ich, wirklich jeden Tag ein bisschen. Jeden Tag 2-3 Stunden nebenberuflich Fairway machen. So, 2-3 Stunden sind ein Verkaufsgespräch, ein Geschäftsvorstellung. Aber jeden Tag. Die andere Zeit gehen Sie Hobby, Hauptberuf, enjoy your life, machen Sie, was Sie wollen. Aber Sie sollen nicht hauptberuflich sofort machen, wenn Sie langsam wachsen wollen. Jeden Tag ein bisschen, aber das bisschen ist professionell. Das ist wichtig. Das ist professionell. Zum Beispiel Geschäftsvorstellung. Jeden Tag eine Geschäftsvorstellung. Aber das jeden Tag. Haben Sie 365 Gespräche im Jahr. Und wenn ein Drittel davon einsteigt, sind das 100 First Lines. Und wenn Sie 100 First Lines haben, haben Sie darunter mal 10, immer. Faktor 10. Immer. Ich habe sogar damals bei meinem alten Unternehmen 1500 First Lines geworben und ich hatte darunter mit Karteileichen 1 Million. So, das Problem ist wirklich, wenn Sie sagen, Herr, wo ist das Problem vom Scheitern? Ist kein Ziel und keine Ausdauer. Also Ziel
und Ausdauer. Und dann, made in Germany, das sind wir ja bekannt für, nämlich Disziplin, regelmäßig. Pum, 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 pum. Dann werden sie merken, dass die Richtigen kommen. Aber nicht euphorisch, zwei, drei Termine und dann ist man enttäuscht. Und das bringt nichts. Und das bringt nichts. So, und dann ist es kein Problem, diese Stufe zu schaffen. So, das ist ja das dann, was in unserer Praxis aussieht. Dann kriegen sie schon mal Cashback-Bonus, Lifestyle-Bonus. Ja, so. Und wichtig ist immer zu der Bezahlbarkeit, es gibt immer die Differenz. Das heißt, Sie sind 22%, Ihr Partner 12%, das sind schon 10%, die Sie dann bekommen. Und die Frage ist eins, haben Sie alle diese 10% bekommen oder 50 oder 100? Und je mehr Sie es haben, jedes Mal bekommen, und deswegen sagt man immer, Breite bringt Geld. Und zuerst brauchen Sie was? Geld. Geld. Und wie verdient man Geld? Indem man breit aufbaut. Auch jetzt für alle, die hier länger dabei sind, ne, die ich hier so sehe, immer aufbauen. Nicht mal aufgebaut und dann managen. Immer aufbauen. Immer 3 bis 5 oder 10 First einsetzen. Jeden Monat. So, wenn Sie das, also für mich ist der Orga-Aufbau Kunst. Also bei mir ist wirklich, damals in meinem alten Unternehmen war es so, für mich war Orga-Aufbau schon zum Spaß geworden. Ich habe wirklich sehr viele Linien sogar verschenkt, drunter gebaut. Ja, weil für mich war das eine Technik, die ich beherrsche. Das war für mich nur noch, ich möchte mehr Karriere, mehr Geld verdienen. Da wusste ich, was ich machen musste. Es ist nicht so Arbeiten gewesen. Es geht, aber es ist eine Technik. Es ist eine Technik, wann mache ich was und wie. So, aber wenn Sie neu sind, wenn Sie mich fragen, sage ich, Luft holen, Ziel stecken und schnell viele First Lights. Ganz schnell viele First Lights werden. So, und das sind dann schon mal 1.500 Euro in den Orga-Aufbau. Weil wenn Sie jetzt mal krank wären, da oben hätten Sie immer noch ein passives Einkommen sich aufgebaut. Und das ist die erste Stufe, die Sie schaffen sollten. Ganz schnell die 22%-Stufe. Wenn Sie mich fragen, wie lange braucht man dafür bei Fairway, ich sage 4 bis 12 Wochen Maximum. Ohne Krypto, ohne Clean Energy. Ohne Krypto, ohne Clean Energy. 4 bis 12 Wochen, länger nicht. Sie können diese Stufe, 6.000, oder ich übersetze das nochmal. Was sage ich? Dogan sagt, 6.000 Euro Gruppenumsatz in 4 bis 12 Wochen. Das kann man nicht sagen, dass man das nicht schafft. In 4 bis 12 Wochen, 6.000 mit der Gruppe, mit Verbrauchsprodukten, das schafft man. Aber wenn Sie vor 6.000 Euro Umsatz mit der Gruppe Angst haben, dann schaffen Sie es nicht. Weil Sie denken, never, never. So. Und das ist der Punkt. So, auch an alle Partner, die hier länger dabei sind, die schon mal in der Stufe waren, gilt das Gleiche. Jetzt nehmen wir mal für Sie oder für Herrn Parker oder das Teampartner. Wenn Sie sagen, wir möchten jetzt wieder expandieren, dann gilt das so, als wenn Sie neu wären und sagen, okay, wieder breiter aufbauen, dass wir in 4 bis 12 Wochen 6.000 neu aufgebaut haben und da sind die Menschen, mit denen man nach unten arbeiten kann. Und da entsteht dann was? Da kommt hier die Neuen. Das heißt, die da drunter 22er. Das heißt, erstmal müssen Sie schnell selber 22% werden und dann sollte Ihr Ziel sein, Sie sehen drumherum, ich weiß nicht, wie das hier geht, ich habe das noch nicht so, ich glaube, da, nee, da, ich und langsam, okay. So, gestern mal. Also, jetzt sehen Sie, rechts und links sind keine anderen Partner. Weil ich gesagt habe, das ist egal. Wichtig ist eins, dass Sie es schaffen, 22% zu finden aus 200 Millionen Einwohnern. Wir haben Deutschland, wir haben Frankreich, wir haben Österreich, wir haben Griechenland, wir haben Spanien und Deutschland. Und Deutschland. So, also wenn man alles zusammennimmt, frage ich Sie, weil die haben ja keinen Genetschutz. Sie werden dort nur 2 Menschen finden, die 22% werden. Das heißt, 2 Menschen finden, die mit ihrer Gruppe selber 6.000 schaffen. Dann haben sie schon 3.000 Euro, auch wenn sie oben krank werden. Und das wird natürlich dann langsam interessant. Und deswegen würde mich gar nicht interessieren, wer dazwischen hängen bleibt. Würde mich gar nicht interessieren. Mich würde nur eins interessieren. Weil nicht, dass ich jetzt böse bin. Mich würde nicht interessieren, wenn ich sie werbe, sie sagen, ich mache Stopp bei 15%. Dann sage ich, alles klar, viel Glück, viel Spaß. So, da habe ich keine Arbeit mit. So, und jetzt wird es richtig interessant. Jetzt machen Sie eins, jetzt haben Sie 4 davon.
Wie viel müssten Sie verdienen normalerweise? 7.000, ne? Aber Sie merken, Sie haben jetzt schon Jahreseinkommen fast von 100.000. Warum? Es multipliziert sich langsam. Das heißt, Sie bauen den dritten, vierten auf, aber weil Sie den dritten, vierten aufgebaut haben, bekommen Sie auf die alten, den ersten und den zweiten, auch mehr Brot. Und das ist cool. Sie kriegen auf die alten 22% noch mehr Geld, weil Sie den dritten, vierten aufgebaut haben. Und das Gute ist, jetzt frage ich Sie hier, jetzt haben Sie 4 Stück. Was meinen Sie, wie viel Arbeit haben Sie mit dem ersten und zweiten 22%? Keine. Warum? Die verdienen Geld und die wissen, wie es geht. Und wem gehört der? Ihnen. Den haben Sie geworben. So, jetzt haben Sie den mal vor letzten Monat geworben. So, jetzt ist er 5 Jahre dabei. Verdienen Sie an dem immer noch Geld? Jeden Monat. Sie werben jemanden vor x Jahren und nur weil Sie einmal ein bisschen geredet haben, ihm geholfen haben, bekommen Sie jeden Monat das Geld. Und wenn Sie nicht mehr da sind, entweder weil Sie nicht mehr leben oder weil Sie zu alt sind, zu krank oder keine Lust mehr haben, haben Sie ein passives Einkommen. Entweder tun Sie nichts, Sie kriegen das Geld oder Sie vererben es oder verkaufen es. Da verstehen Sie, dass Sie nicht Vertreter sind von Fairway. Sie sind selbstständig. Und das ist das coole Morgenaufbau. Und das habe ich auch damals gemacht. Viele machen immer dieses hier. Viele machen den Schluss schon. Viele meinen, die haben jetzt echt alles erreicht im Leben. Das tut mir dann so leid, weil keiner, der das erreicht hat, und da können Sie auch zeigen, ich kenne keinen, der das erreicht hat, sagt der Duga, ich kann nicht mehr. Jeder sagt, na, da geht noch was, das war jetzt mal nicht so schwer. So, das heißt, man weiß doch, wie es geht. So. Und statt den dritten, vierten aufzubauen, weil es ist ja mittlerweile ein Spiel, Sie wissen ja, wie es geht. Und das tut man nicht. So, wenn Sie, das sollte Ihr Ziel sein. 10, 22%, egal wann, zu finden. 10 Stück. Und wir werden auch dieses Jahr noch ein paar Länder öffnen, aber natürlich, auch wo viele drauf warten, sind die Megamärkte wie Türkei und Russland, wo wir auch dran sind. So, und das ist natürlich dann auch international, was alles zählt. Und das Gute ist, seid so froh, dass wir noch nicht so viele Länder eröffnet haben. Warum? Sie können sich jetzt fit machen, Strukturen aufbauen, schon mal die ersten Gelder verdienen und dann kann man international gehen. Ne? International ist sehr wichtig. Heute kann man sogar über Social Media international Partner gewinnen. Und wenn man selber noch Kontakte hat, ist ja natürlich irre. So, und das ist für mich so Freiheit. Ab hier fängt es an. Wo Freiheit hängt, das sagen, okay, irgendwann mal, ich glaube, Sie haben es im ersten Jahr, oder? Wie viel? Nein, wie viel? 22. 13 Stück im ersten Jahr. 15 im ersten Jahr. Ey, Leute, ich sage 10 irgendwann mal. Nochmal, ich sage 10 irgendwann mal. So. Danke. Tja, danke. Was ich damit meine ist, nicht jeder ist eine Helena Löwenstein. Okay, das meine ich. Und deswegen habe ich gerade gesagt, 10 irgendwann mal. Aber Sie haben es in einem Jahr und wir sind ein Start-up-Unternehmen. Und dann ging es manchmal so. Ja, was ist, wenn wir warm gelaufen sind, wenn alles, alle Drähte ineinander gehen, Krypto, Clean Energy und. Dann können Sie vorstellen, was aus Fairway werden kann. Wir sind gerade mal in 4, 5 Ländern. So, genau, in alten Unternehmen. Aber dann lassen Sie nicht über alte reden, sondern einfach heute und was ist Future. Und das ist halt sehr, sehr wichtig. Und für mich ist immer Folgendes wichtig. Das kann sein, dass man sagt, Herr Duga, ja, erzähl es mal. Wir haben das gelegt. Wir haben Leute gehabt, die haben nicht 10, sondern 15 gehabt, auch Jahresbonus. Ja, zack, zack, haben wir 2 Wochen später Wertjahresbonus bekommen. In der Orga, nur Helena, auch Sie auch, klar. Sie sind ja auch ein sehr aktiver, auch wenn ich jetzt da in die Links rede. Also er ist als Simon ist ja auch sehr, sehr aktiv. Und Sie waren sogar einer der aktivsten am Anfang, ne, gleich. Also auch sehr, sehr aktiv. Wie lange haben Sie aufgebaut? Gleich neue 4, 5 oder? 4 waren es. 4. Erste Jahr oder erste Monate, 4 Stück. Also bitte, das ist alles Praxis. So, das sind die Ponys, die ich aufzähle. Was ich da immer sehr gut erklären kann, ist Folgendes. Wissen Sie was? Ich bin so froh, dass ich damals Fabrikarbeiter war. Ehrlich. Sonst hätte man gesagt, der Ugan hat doch keine Ahnung, was heute arbeiten ist mit Händen und so. Ich weiß nicht, ob jemand früh spät nach, ich muss schon lachen, weil ich komme echt daher.
So, was ich cool fand ist, auch damals habe ich mich analysiert, weil ich gedacht habe, irgendwie stimmt hier was nicht. Da haben die Älteren in der Fabrik gesagt, so, Arbeit stehen lassen, wir gehen streiken. Und da habe ich das immer gerne gemacht, ne? Aber da hat jeder 5 Mark bekommen von der Gewerkschaft für so Kalb und so und Suppe oder was das war. Und dann habe ich gesagt, warum streiken wir denn? Ja, wir wollen 1% mehr und so. Versteht ihr, ich hatte ein Problem. Ich habe ausgerechnet, das hätte 20, 30 Euro ausgemacht. So irgendwie. Und dann sind die rausgegangen, oh, und wir, und so und so. Für mich war damals schon mitgehen, weil ich das irgendwie interessant fand, aber so richtig so Trust war ich fehlgeburt da. Ich gehörte da nicht hin. Ne, so die Gewerkschaft Textilbekleidung ist. Wir gehen alle draußen und so. So, und ja. Und was ich meine ist, wir sind für 1% rausgegangen und nachdem wir die Prozente bekommen haben, plus Abzugssteuer, nee, dann ging's los. Chef kam, ja, samstags arbeiten. Also das ist scheiße, jetzt kannst du noch nicht mal Nein sagen, weil du hast 1% bekommen. Nee, deshalb kannst du nicht mal Nein sagen, du hast 1% bekommen. Und ich schwör's, nachdem ich aufgebaut habe meinen Order, und da gab es wirklich so Disco-Samstags-Index, können Sie gucken, irgendwo in Reihe. Steffi kam wieder und sagt, Bogan, weil ich Single war, ne, dann müssen wir öfter Wochenende arbeiten. Sagt er, Ilan, Samstags arbeiten. Sie wissen, was das, ich habe so gesagt, nee, ich gehe nicht arbeiten. Ja, wie, du gehst nicht arbeiten? Ich sage, ich muss nicht Samstags arbeiten. Okay. So, auch das merke ich mir. Das hat sich kaum jemand getraut, weil ausgebaut, Familie, Kühlschrank, ich konnte das machen. Warum? Ich habe nämlich die zweite Standbein aufgebaut mit meiner Vorgabe. Und das war interessant. Ja? Und deswegen weiß ich ganz genauso, diese Fabrikgeschichten, da ändert sich in 40 Jahren nichts. Die Frage ist nur, ob sie in der Fabrik sterben oder draußen arbeiten und alles. Weil wer 40 Jahre arbeiten muss, der hat irgendwie toll, wie er gearbeitet hat, einen riesen Respekt. Aber 40 Jahre, da muss ich wieder umdrehen sagen, Konto ist voll. Da muss ich doch mich abgedeckt haben. Ja? Ich rede nicht über, was bekomme ich für 30 Jahre Einzahlung. Das habe ich auch gestern gesagt. Das ist für mich viel zu wenig. Dieses, ja, wie viel zahlen sie ein und was kriegen sie an Rente? Das ist so weit weg, dass ich das noch nicht mehr erklären möchte. Ja? Aber was ich meine ist, wenn Sie sagen, ich möchte mehr Geld haben, ich möchte mehr, das stimmt nicht aus. Sie brauchen bei mir nicht Arschkriechen oder Fragen. Das ist da. Holen sich das. Wenn Sie sagen, es reicht mir nicht, ich möchte mehr, das ist da und das können wir bezahlen. Und nicht, dass Sie für die Prozente da irgendwie fragen müssen oder was weiß ich. So, es ist Vererbbarkeit, passives Einkommen, Verkauf der Struktur. So, natürlich auch diese Punkte, aber die gehe ich mit Ihnen durch. Was ist jetzt zu tun, wenn wir jetzt rausgehen? Das Wichtigste ist für Sie, ob es jetzt das Team Parker ist, die Frau Löwenstein oder Menschen, die ich noch nie gesehen habe. Ja, für alle. Einfach sagen, heute fängt jeder bei Null an und sagen, okay, ich muss erstmal rausfinden, was sind meine Ziele. Was sind meine Ziele? Was sind Dinge die im Leben, die ich noch erreichen möchte? Das können sein, eine Stiftung gründen, das können sein, zweites Standbein, das kann sein, Auto, Haus, irgendwas. Auch ich habe noch Dinge, warum ich heute mit so einer Stimme hier spreche. Weil ich ein Ziel habe. Sonst würde ich sagen, Herr Lücking, ich komme nicht, ich liege im Bett oder ich komme nicht. Ne? So, das heißt, was sind die Ziele bei Ihnen? Nicht meine Ziele. Was sind wirklich Ihre Ziele, wo die Gänsehaut kommt? Wo Sie sagen, ja, es kann sein, wenn ich sage Ferrari, dass Sie sagen, danke. Wenn ich sage Haus bauen, Familie, ja. Und was ist es, wo es ja gibt? Was ist es? Und die meisten haben Angst, dass sie sagen, wenn ich älter werde, dass ich keinen nötig habe. Im Krankenhaus, meine Familie, meine Kinder. Und ich finde diesen Part so wichtig. Die Körperhaltung ändert sich schon, wenn Sie noch, ich muss ja wissen, die Körperhaltung ändert sich schon, wenn Sie unabhängig sind. Dieses Gefühl, ich bin frei. So, und deswegen würde ich einfach sagen, dass Ihr Ziel einfach eins ist, Freiheit, selber entscheiden, was ich esse, wann ich Urlaub mache und so weiter. Und wenn Sie noch Kinder, Familie haben, dann sollten Sie auch ein bisschen Verantwortung auf die nehmen, sagen, okay, die sollen nicht in Millionen schwimmen, oder vielleicht haben Sie noch Eltern, die leben, da sagen, okay, ich muss einfach Sicherheiten aufbauen und das ist leider heute Euro, Geld. So, und deswegen mein Tipp ist,
Setzen Sie sich Ziele, bewegen Sie sich am Anfang mehr, wenn Sie Ihr Ziel erreicht haben, nur noch Joystick. Betreuen Sie nur noch. Weil wenn Sie Ihr Ziel erreicht haben, mein Tipp ist folgendes. Erste Jahr ist Lernen. Okay? Warm laufen, lernen. Zweite Jahr fett machen. Das heißt, Sie haben ein Jahr aufgebaut, die Gerüste stehen, zwei Jahre fett machen und dann können Sie sagen, weißt du was, jetzt mache ich nur noch passendes Einkommen, betreue ein bisschen, alles gut. Aber mit einem Monat, ein Seminar, wie das nicht funktioniert. Setzen Sie sich wirklich Ziele, seien Sie auch mal ein bisschen hartnäckig, aber hartnäckig, wenn es mal nicht läuft, sorgen Sie dafür, dass es läuft. Wenn es mal nicht läuft, nicht sagen, es läuft bei mir nicht, wie Ihr Kind, Sie haben auch selber Kinder vielleicht, ne? Dieses, Mama, es läuft nicht, ich kann das nicht. Teilweise Erwachsene so. Statt zu sagen, es wird laufen, ich werde das schaffen, ich kann das, so. Und wenn wir Ihnen dabei helfen können, jederzeit. Das Jahr ist gerade noch, ich sag mal, wir haben März, einerseits sind wieder zwei Monate durch, auf der anderen Seite haben Sie noch 10 Monate. Und ich schwöre Sie, auch in 10 Monaten können Sie ein mega Weihnachtsgeschäft aufbauen. Also wer heute bei Null ist, kann im Dezember ein Einkommen von 20.000 aufbauen. Locker. Wenn er heute bei Null ist und im Dezember, dass er sagt, okay, ich habe meine 20 Mille, jetzt mache ich es hoffentlich. So, und wenn alles nicht so richtig läuft, 3.000 bis 5.000 Euro nebenbei haben Sie auf jeden Fall. Aber wenn Sie Saisonarbeit machen, jetzt sind Sie begeistert, gehen raus, dann machen Sie wieder einen Break, dann fangen Sie wieder an. Nein, die Kunst ist es auch in nicht guten Zeiten. Guten Zeiten meine ich, Sie fühlen sich nicht gut, vielleicht hat Fairway Sie geärgert, irgendein Produkt war nicht lieferbar, Karton ist kaputt gekommen, ausgelaufen, I don't know. Das, was ich gestern gesagt habe, ist auch mein letzter Satz. Wissen Sie, mein Vorteil war damals folgendes, nicht Ehrgeiz. Mein Vorteil war damals so, ich habe es erkannt, ich habe es gepackt und jetzt kommt der wichtigste Punkt. Ich habe es nie wieder losgelassen. Ich habe wohl Auszeit gemacht. Kein Problem. Ich war auch mal schlecht drauf. Kein Problem. Aber ich habe nie losgelassen und aufgehört. Das dürfen Sie nicht machen. Sie können Break machen, Auszeit, Enttäuschung oder ohne, egal was. Aber nicht sagen, ich bin nicht mehr bei Fairway. Das ist toll. Das sollten Sie nie tun. Sie können Ihr Tempo selber angehen. Aber nicht erst nicht erkennen, nicht packen oder rumflirten. Und das wird dann nichts. Okay, dann würde ich sagen, das war es soweit von mir. Ich hoffe, wir sehen uns bitte auch anmelden beim Kochkurs, weil das ist unser erstes Meeting und ich will, dass da wirklich viele Leute hinkommen, damit wir das auch mal richtig Social Media zeigen können, weil wir haben da einiges vorbereitet und natürlich Frankfurt, Frankfurt, Frankfurt. Wenn ich jetzt, haben wir die Karten irgendwo hier? Ja. Ist egal. So, mich interessiert nicht die White Party. Natürlich ist die White Party toll und macht Spaß und klappt. Aber wichtig ist für mich, dass Sie und möglichst viele Leute, dass Sie möglichst viele Leute dahin bekommen. Weil Sie können es nicht rüberbringen, indem Sie da waren und sagen, ey, wenn du da gewesen wärst, erzähl mal, wie war's. Bringt nichts. Bringt nichts. So, oder teilweise ist es vielleicht so, Sie kriegen es nicht rüber, vielleicht diesen zu knacken oder diese Leute zu knacken. Die wollen einfach die Masse sehen und die wollen andere Leute sehen machen. Diese Masse, diese, oh, was das für Leute sind. So, das hat mir damals zu viel gemacht. Ich weiß, mein Meeting, ich habe einmal ein Seminar besucht, da war wirklich so ein Starter-Seminar wie heute, mit 70 Leuten in Autokolonne sind wir, glaube ich, 100 Kilometer zum Seminar gefahren. So, ich habe immer verstanden, auf einem Seminar in dieser Art darfst du nicht alleine sitzen. Da musst du Leute mitbringen, damit die Bühne motiviert. Und danach gehen sie mit denen weg. Und der braucht sie nicht mehr reden. Der ist wie, tsch. Sie sagen, boah, Wahnsinn, so habe ich es mir nicht vorgestellt. So, darum, jeder, der neu ist oder jeder, der jetzt dabei ist und sagt, okay, Luca, was muss ich tun, dass ich für den Frankfurt Momentum kriege? Einfach mal 10 Karten kaufen. Die 7-Euro-Karten reinlegen. 7, weil 19, ab 19 Euro ist White Party. Aber ich bleibe einfach beim Geschäft. 7-Euro-Karten, 10 Stück. So, und wenn Sie heute anfangen, können Sie locker in Frankfurt um sich herum 10 Leute sitzen haben, die heute noch nicht mal davon wissen. Weil Sie haben 5 Wochen Zeit fast noch. 5 Wochen haben Sie Zeit, Geschäftsvorstellungen zu machen. Und wenn Sie übermorgen einsteigen, wenn jetzt jemand übermorgen bei Ihnen einsteigt, Ihr Name war noch? Visite. G-
Gesine. Dann sagt Gesine, pass auf, Frankfurt, da musst du hin, hier hast du 2 Tickets, Minimum, für dich und für deinen Partner. So, aber es muss eigentlich weitergehen, nämlich was? Gesine, sieh zu, dass du vielleicht auch noch Leute mitbringst. Aber ich selber muss schaffen, 10. Und dann zusehen, dass Gesine auch noch welche mitbringt. Das kann sogar 30, 40, 50 Leute sein. Weil wir haben noch 5 Wochen Zeit. Und das ist eigentlich das Ziel. Weil danach haben wir in 6 Monaten wieder so ein Meeting. Und dann ärgern sie sich, weil sie werden sich ärgern. Also werden sagen, mein Gott, hätte ich doch den Giovanni, den, die dabei. So, und dann ärgert man sich und sieht alles, was im Social Media so war. Gut, lange Rede, kurzer Sinn. Vielen Dank, viel Erfolg.